Ja, und die Maska-Schlucht. Tahuti, wen haben wir in der Leitung? Ja, hallo. Yes. Als hallo? Erstes bitte den Fernsehton weg, damit du nur mit dem Telefon mit mir kommunizierst. Dann muss ich mich nicht wiederholen und du verstehst mich besser. Ich habe den Fernsehton weg. Hallo, prima. Tahuti, mein Name ist Sabine. Sabine, ich grüße dich. Schön. Ich habe mal eine Frage in Bezug auf meine Mutter. Wir haben nicht so eine harte Beziehung, also habe ich nie so gespürt. Ich würde gerne mal wissen, warum das so ist. Ist das okay? Ist nur mal keine Liebesfrage. Das ist doch gigantisch. Ist das keine Liebesfrage? Wieso haben meine Mutter und ich ein distanziertes Verhältnis in unserer Liebe zueinander? Ja, das ist schon eine Liebesfrage, so. Aber ich meine jetzt nicht mit einem Partner. Ich habe dich schon verstanden, mein Schatz. Mhm. Ich bin ja gottfroh, wenn ich meine andere Frage beantworten kann. Dafür knutsche ich dich ja. Pass mal auf, Liebes. Ich möchte, dass du noch mal Kind wirst. Und ich möchte dich bitten, dass du aus dem Erwachsenendenken und Bewerten der Situation mit deiner Mutter rausgehst. Mhm. Und dass du erkennst, was deine Mutter dazu geführt hat, dass sie sich so abgekapselt hat und dass sie keine Gefühle mehr zulässt. Mhm. 1, 2, 3. Welchen Stapel möchtest du haben? Den zweiten. Mhm. Das ist nämlich... Also ihr leidet beide, sowohl sie als auch du. Und das ist das, was Metatron sagt. Ja? Mhm. Die Problematik ist, dass du als erwachsener Mensch an die Sache mit deiner Mutter rangehst. Ja? Mhm. Wobei ich aber sage, dass eigentlich die Tendenz hierzu eigentlich doch eher dazu geht, dass sie sich abgekapselt hat aus einer Verletzung heraus und dass das nicht also in direktem Bezug mit dir steht. Ja? Mhm. Also es wäre wichtig, dass du eine Heilung vollziehst, dass du dir helfen lässt, über diesen Bezug, ja? Ja. Mal jemanden auszusuchen, der dir hilft, diesen Frieden mit deiner Mutter wiederherzustellen. Und zwar durch die Arbeit, wenn du bereit bist, durch den Schmerz durchzugehen, um die Ursache aufzulösen, damit du in dein Gefühl reinkommst, weil damit heilst du beide, dich und deine Mutter. Und das wäre schön. Ja. Ja, das werde ich tun. Also das ist mir auch ganz wichtig. Ja. Sabine? Ja? Das ist so viel Liebe zwischen deiner Mutter und dir. Wenn du wieder zurückgehst in das 2 Jahre alte Kind, Sabine, wirst du die Situation heilen können. Mhm. Ja? Okay. Ich werde versuchen. Oh, ich drück dich. Ein Kompliment an dich. Du machst eine richtig frische und super tolle direkte Beratung. Ich bin halt ehrlich. Ja, leider zu ehrlich, ne? Weil nur die Wahrheit. Nicht nur die Wahrheit gibt's nicht. Gibt's einen ganz guten Spruch. Die Wahrheit macht frei. Ja, so ist es. Finde ich auch. Siehst du? Okay. Ich bedanke mich. Ich drück dich. Auch. Tschüss, okay. Sabine. Tschüss.